Hallöle Leute und herzlich willkommen zu diesem Reacting-Video. Ich habe ja schon angekündigt auf Facebook, dass ich Tube Clash, Final Clash reacte und das Blind, also jetzt direkt, kann man hier schon sehen. Ich bin schon auf dem Kanal von Dark Victory und jetzt schauen wir uns Tube Clash an. Okay. Okay, jetzt kommt das Intro. Stöpsel mal meine Maus hier ab. So ist vielleicht besser dann. Ist ein bisschen laut. Muss ich das mit dem Mauspad regeln? Schau mich an, fang dich an, Ironie gelogen. Broken Glass, Kappe nackt und Black Hole. Okay, so kann man mich nämlich auch hören. Es ist immerhin noch ein Reacting, kein Video direkt, das könnt ihr euch auch selber anschauen. Ich persönlich finde das Intro hier von Tube Clash 3 ziemlich nice. Also schon vom Design und so. Meine Maus lege ich Da hier. das Leuchten des gigantischen Eisberges von Tag zu Tag heftiger wird und es mir irgendwie Angst macht, wollte ich dir noch für die Zukunft sagen, sei tapfer. Egal wohin die Reise dich führen wird, du wirst nicht alleine sein. Egal. Joe, du hängst schon wieder. Redest du schon wieder mit dir selbst? Nein, mit meinem Freund. Mit mir. Er hat keine Freunde. Witzig. Umgedreht. Okay. Diese Klongeschichte damals ist dir wohl nicht so gut bekommen, oder? Im Ernst, ich rede mit einem Freund. Hesmo. Du. Na toll. Er wurde doch auch wiederhergestellt. Ju, du kennst die Regeln. Wir brauchen jeden freien Speicherplatz, den wir kriegen können. Aber er ist ja noch so klein. Ja, noch. Wo sind eigentlich die anderen alle? Du und deine Tagträume. Manchmal habe ich das Gefühl, ich rede mit einem Baum. Du hörst. Sorry, was? Wir hatten Wache. Wir zwei und Kuro. Kuro? Wo? Der übt dann seinen Friedensappell. Du weißt, wegen dem Krieg mit Clash 1. Und? Läuft nicht so gut, würde ich sagen. Bitte, versucht nachzudenken. Wir sind auf Kuro Statement. Um mehr Speicher frei zu machen. Nice. Dieser Creeper. Ist es soweit? Da ist das Tablet. Richtig nice, hä? Lass das. Komm auf unsere Inselhälfte, um Nebelkraft sicher zu zerballern, als würden wir das nicht alleine schaffen. Haben die bei sich nichts zu tun? Ja, fertig. Creeper zermatscht. Ja, war doch mal wieder easy. Ja, Mann. Junge, das Ding hatte definitiv kein Ultratalent oder Sturmwaffe. Wo ist der? Hilfe, ich bin festgefroren. Na toll. Helfen dir. Yo, Sturmi, das ist wieder so typ. Was? Es ist Gronkh. Angriff. Ja, meinen Klon von mir. Ich bin Gronkh, viel älter. Du bist höchstens der Klon von mir. Aber nein, ich... Start jetzt, denn der Oberficker ist da. Und ich, Kelly aka Mrs. Kellogg.
Das würde weit bedrohlicher klingen ohne den Singsang in der Stimme. Was? Ach, nicht schon wieder, wie lächerlich. Manu, du bekommst das Tablet nicht. Also spart euch die Hinterhälte und wartet bis zum nächsten vereinbarten Clash. Das musst du sagen. Wer hat sich denn letzte Woche bei uns angeschlichen und versucht, die Engine aus unserem Lager zu klauen? Wir nicht. Wir wollten ja fair spielen, aber nein. Als ob. Aber klären wir das doch gleich jetzt und hier. Genau. Gerne. Ja, es ist unglaublich nützlich, jemanden, der zaubern kann, im Team zu haben. Props an Cuddy. Moment. Was? Warum wollt ihr unbedingt kämpfen? Eine Doppelfalle. Hey Leute, ich bin immer noch eingefroren. Na wirklich. Kronklon friert fest. Auf dem Weg in euer Camp. Oder ist er das der echte? Ich weiß nicht. Es sind zwei von denen da. Hm, ich glaube, wir sind aufgeflogen. Was? Wie? Lass mich doch auch mal gucken. Nicht jetzt, Maximilian. Warte, da sind... Außerdem sollst du mich Captain Blood nennen, wenn wir im Einsatz sind. Dagi. Ja, ja. Sitzt Stormy da etwa wirklich halb nackt? Hey! Nun halt doch mal die Backen, wir sind ja gleich beim Lager. Los, Blick zum Berg! Was? Was ist das? Ist das eine Person? Das sind die neuen Clasher, oder? Kronk friert immer noch fest. Was war das? Rückzug, wir müssen auf unsere Insel zurück. Twitter Paluten. Zurück ins Camp, sofort. Clash 2, ab in Sicherheit. Es werden immer mehr, lauft. Sturmwaffe. Los, weiter, Entdeckung. Das ist der echte Stormy, oder was? Waren der? Scheiße! Aber diesmal ist das anders. Die Freezes wirken, ja, fast elektrisch. Aber wieso jetzt? Wer oder was tut sowas? Es scheint, als hätten wir die Verantwortlichen gefunden. Da! Sind das neue Clasher? Aber es sind doch gerade mal ein paar Wochen vergangen. Egal wer oder was das ist, Vernichtung einleiten, sonst fliegt uns die Insel hier um die... Ach, Mann. Navy? Nein. Taya? Hey, listen, Leute! Seh ich etwa aus wie ein fucking Zelda? Jeez, was bist du denn? Zwei Flügel, Glow und niedlich as fuck! Niedlich as fuck? Du bist eine Fee? Sherlock, und wer seid ihr? Ich bin Horrorkissen. Kissen, okay. Und du? Ich bin dieser Pan. Dieser Pan? Heißt das, man muss von dir gehört haben? Übrigens, kein Grund, gleich so blass zu werden. Uiuiui. Nein, das ist nur mein Name. Und das Schwarz-Weiße, das ist halt mein Ding. Pan mit dem schwarz-weißen Ding. Alles klar. Und du? Bist du nicht der Indianer aus Twilight? Du bist der Friseur. Dabei würde ich euch den von Matt Matan empfehlen. Der hat nämlich sogar Sonntag geöffnet. Uiuiui, wie ich den wieder gerissen habe. Ich bin Noah, Halbzwilling. Alles klar, weil ich keinen Bock habe, jetzt noch einen Witz über deinen Namen zu machen. Mir nach. Wo soll's denn hingehen? Weniger reden, mehr bewegen. Hey, das kenne ich. Was suchen wir hier eigentlich? Und warum landen wir in einer Eiswelt ohne vernünftig warme Klamotten? Ha, nun hab dich mal nicht so. Sei froh, dass ihr überhaupt geschafft habt, eine Form anzunehmen. Und auf alle anderen Fragen haben die eure Antwort. Oh nee, nicht die schon wieder. Das Affenorakel.
Buster, du wusstest, dass ich komme? Eine höhere Macht ergriff mich im Traum, führte meine Hand und ließ mich dein Abbild zeichnen. Ich hab dich sofort wiedererkannt. Da! Ich will ja nicht... Genial. Eine kleine Einschätzung. Es ist in jeglicher Hinsicht außergewöhnlich. Ich weiß. Ohne unhöflich zu wirken... Genghis und das Affenorakel. Ja, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es mehr von euch schaffen. Mehr von uns? Die Zeit ist reif für neue Clasher, doch diese Welt ist es nicht. Gefreezed, weil die, die hier sterben, einfach nicht tot bleiben wollen. Das überladene System, ich hab's mitbekommen letztes Jahr. Aber die Community ist gegenwärtig sehr rücksichtslos. Was du nicht sagst. Sie bündelte ihre Energie, um 10 neue Clasher zu erschaffen. Kleinere, die das System nicht so belasten. Und trotzdem war die Belastung zu groß, richtig? Darum sind die ersten 7 direkt verpufft, weil die Insel nicht noch mehr Clasher speichern konnte. Genau, genau. Die Energie der Community wurde direkt umgeleitet, um andere Clasher einzufrieren. Erst dann war die Welt stabil genug, um wenigstens euch 3 zu tragen. Das klingt ja schrecklich. Das heißt, wir haben Menschen und andere Wesen hier lebendig gefroren? Nicht ihr! Die Energie, aus der eigentlich die anderen 7 Clasher entstehen sollten. Können wir denn gar nichts tun? Oh doch! Mimi, hast du sie dabei? Na klar, hier sind die Schenkendinger. Uiuiui. Mit Hilfe dieser Energiesammler könnt ihr den magisch leuchtenden Eiskristallen auf dieser Insel die Power entziehen und somit der stetigen und nun noch schneller voranschreitenden Vereisung dieser Welt entgegenwirken. Wie Reverse Captain Planet. Erwärme die Erde. Bring die Polarkappen zum Schmelzen. Rette alle Clasher dieses Planeten. Aber seid gewarnt. Ihr werdet auf Gefahren stoßen, euch in Abenteuer verlieren. Eure Vorbilder und Helden in dieser Welt sehen in euch die Bedrohung ihrer eigenen Existenz. Das hier wird kein Picknick. Seid ihr bereit? Mhm. Aber warum sitzen die eigentlich immer noch da? Okay, wenn wir damit dieser Welt helfen, lass rüberwachsen die Teile. Okidoki, hier. Ein Dieb! Er hat die Energiesammler! Ohne sie sind wir verloren! Die Zeit drängt davon und die Welt vereist! Seid eure Ankunft immer schneller! Keine Angst, wir holen sie zurück! Mhm. Ich begleite euch! Auf in das Abenteuer! Das ist der Hope. Das ist echt witzig. Ich sitze in meinem Turm aus Eis. Okay. Scheint so, als wäre das die erste Folge gewesen. Herzlich willkommen, ihr Clashies. Ich begrüße da ist er schon wieder. Zum großen Finale Couchman. Clash. Noch einmal begeben wir uns auf unsere Lieblingsinsel, um das letzte große Abenteuer zu erleben, das letzte Kapitel zu schreiben und ein für alle Mal das Schicksal unserer Helden zu besiegeln und den Stein zu meißeln. Herzlich willkommen zum Final Clash. Das Besondere an dieser Serie war ja schon immer, dass ihr entscheidet, was passiert. Das wisst ihr natürlich, aber ich wäre nicht Couchman, wenn ich nicht neue coole Möglichkeiten für euch im Gepäck hätte, die Handlung mitzubestimmen. Auf geht's! Damit ihr genug Zeit habt, unsere 3 neuen Helden kennenzulernen, hat jeder von ihnen 3 Leben. Nach ja, das mit den 3 Leben kenne ich schon. Funktion der Infocard, wer eines verliert. Sind alle 3 Leben eines Clashers aufgebraucht, endet der Final Clash für ihn. Alle 3 Neulinge findet ihr in der Videobeschreibung. Außerdem entscheidet ihr nun durch Klicken auf eines der beiden Storyfenster, wo die Reise hingehen soll und auf welchen Clash aus Generation 1 und 2 wir uns in der nächsten Folge besonders konzentrieren sollen. Kommentarvorschläge zu den möglichen Szenarien könnt ihr direkt unter das jeweilige Video posten. Also, auf geht's! Okay. Schreibt die Geschichte, also fleißig kommentieren und voten. Bis zum nächsten Mal bei Final Clash. Okay. Cool, cool und nochmal cool. Das ist meine Antwort darauf und dabei bleibe ich auch für die erste Folge. Ich habe gesehen, aus der ersten und der zweiten Staffel sind einige Charaktere wieder zurückgekommen. Noch nicht alle, aber einige. Und ja, auf jeden Fall freue ich mich nächste Woche auf die zweite Folge. Und ich werde sie wieder blind reacten. Und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Habt noch einen schönen, bei mir ist es gerade 1942,
Es könnte sein, dass ich das Video morgen oder so hochlade. Habt auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Okay? Dann, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich sag...